Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 1004. Die Folge heute ist auch wieder mal für alle die gedacht, die mit der Xbox One oder PlayStation 4 durch die Gegend marschieren. Und falls euch irgendwas anders vorkommt, müsst ihr es sagen. Jetzt fragt ihr, was redet ihr für ein Blödsinn? Es geht einfach darum, ich habe ein bisschen Hardware gewechselt und musste dadurch auch die Software neu installieren, mit der ich meine Aufnahmen mache. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Verhältnis gesehen zwischen Stimmen, Lautstärke, Motorgeräusche, ist meiner Meinung nach okay? Ne, wir haben nachher auch noch ein paar Motorgeschichten da zum Testen. Auf dem Parkplatz stehen noch Traktoren und sowas. Da könnt ihr dann dementsprechend mal ein bisschen drauf achten. Falls euch das sagt, könnte lauter, könnte leiser sein, was von beiden auch immer, ob Stimme oder der Spielsound, dann ja, schreibt es in den Kommentarbereich. Ne? So einfach ist es. Es wird dann ein paar Tage, paar Folgen dauern, bis ich das übernehme, weil ich aufgrund von Urlaubsgeschichten und sowas ein paar Folgen immer vorweg aufnehmen muss. Und deswegen, ja, ne? Gucken wir einfach mal. So, ja, jetzt haben wir hier zweimal einen Schafstall und zweimal ist es im Prinzip der gleiche, theoretisch. Wir haben also wunderbar hier schöne kleine Einblendung, da gehört Wasser hin und da vorne gehört Gras hin, da vorne sieht man ein kleines Schaf. Hier seht ihr das Symbol für die Wolle, ne? Hier schön Holzzaun und auch schöne Holztröge und sowas. Hier muss Gras hin, hier kann man die Schafe kaufen, niedliches kleines Schaf. Sieht alles sehr gut aus. Jetzt fragt ihr euch, warum hast du das Ding denn doppelt hingestellt? Ja, weil das eigentlich eine Besonderheit ist, weil da seht ihr es auch schon. Schafsmilch. Genau. Hier seht ihr tatsächlich, Milch kann mit Schafen drauf, auch hier in der Mitte, ne, seht ihr, da ist es soweit, da ist die Kanne. Und ja, Unterstellmöglichkeiten für die Tiere sind da. Schön in zwei Bereiche, eine kleine Auslauffläche. Ne? Also, finde ich schon mal eine coole Idee, mal was anderes dann. Ne? So muss man einfach mal sagen. Die Mauer, die ihr jetzt hier seht, das ist ein bisschen ungeschickt von mir. Das liegt einfach daran, dass ich die eine Mod dementsprechend nicht aktiviert hatte. Es sieht, deswegen habe ich es mal so gelassen, auch raus, so wie hier. Ne? Die Mauern gehören da natürlich nicht hin. Das ist natürlich Quatsch. Ne? So sieht es aus, nur dass es halt hier dann die Palette mit Wolle steht und draußen die Wolle gibt. Das ist der ganze Trick. Ja, wir gucken uns das Ganze auch mal an. Unter Tierhaltung finden wir es natürlich. Da seht ihr es. Es gehen 150 Tiere rein. Ist natürlich immer Größenverhältnis, was man sich mal anders vorstellen muss. Und wir haben einmal die Variante für die Wolle an sich, ne? Und einmal seht ihr dann, hier steht auch richtig Milchschafscheune. So simpel ist es. Ja, und damit können wir, wenn ich draufdrücken würde, klar, wird es einfach nur platziert werden. Ja, finde ich eine sehr schöne Geschichte. Warum nicht? Mal was anderes. So, wir hüpfen mal eine Runde durch und da sind wir auch schon fast richtig. Ich würde sagen, ja, wir laufen einfach mal rüber. Ihr seht schon von den Farben her John Deere. Genau sieht's aus. Und ihr seht auch schon hier, wir haben ein Mäher. Genau, das so sieht's aus. Hier steht der W260. Ich würde sagen, ja, schnellen Blick in den Shop. Selbstfahrende Einheiten Mähtechnik, da haben wir ihn auch. W200er Serie. 4,30 Meter Arbeitsbreite hat das gute Stück. Ne, ihr seht hier, Reifenhersteller gibt es hier, Lizard oder Michelin, Mitas zu auswählen, Trelleborg ist auch da. Und extra Tritt, ne? Ich habe das ja Schnitt, wo denn das? Nein, Tritt, dass es hier unten eine Stufe mehr ist, um raufzukommen auf das Gerät. Und Motorausführungen, seht ihr, gibt es den 235 und den 260. Das ist auch gleichzeitig dann die PS-Zahl. Und den 260 habe ich hier draußen auch stehen. Also, sieht schon mal sehr ordentlich aus. Wir können auch gleich mal eine Runde reinhüpfen. Machen hier mal den flotten Lichttest und dann seht ihr, auch das funktioniert alles einwandfrei. Rundumleuchten funktionieren auch. Blinken wollen wir auch. Hinten, links wie rechts und nur nicht vorne. Genau, vorne keine Blinker. Hätte man vielleicht hier oben drüber anbringen können. Keine Ahnung, was da muss sein oder darf. Aber wir haben wenigstens ne? Keine Blinker. Ihr seht, hinten ja, vorne dann irgendwie nicht. Ne? So, gut, das war Teil 1. Wir hüpfen rein. Wenn wir Licht anmachen, dann sehen wir hier erstmal, dass in der letzten Stufe es wohl hier eine Innenbeleuchtung gibt. Das seht ihr sie auch. Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir den Motor anmachen, dann gehen auch unsere freundlichen Monitore und das an. Und wenn wir dann Licht anmachen, passiert nichts. Ne? Seht ihr selber, die sind schon die ganze Zeit beleuchtet. Ihr seht die Tasten vom Stick zum Beispiel, die haben schon eine Hintergrundbeleuchtung. Das Einzige, was ihr noch an Zusatzbeleuchtungsinformationen kriegt, das ist, wenn ihr euch das Display anguckt, da drüber, ne, seht ihr oben die kleinen Kontrollleuchten. Die zeigen euch an, dass Licht angemacht worden ist. Nämlich einmal Normallicht, Extrastufenlicht, ne, und das war's. So sieht's aus. Also finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht. Wenigstens das ist da. So, ja, ich würde sagen, ja, ich drehe einfach mal eine kleine Runde. Zeige euch nochmal das Schneidwerk hier, wie es an ist. So.
Muss ich das aufklappen. So. Dann runter machen, anmachen. Ne, das geht alles. Ich glaube, das ist auch noch an, wenn ich es hoch mache. Da seht ihr es. Ne, da seht ihr auch den Animationspart. Rasenmähen, wie das nun ist, das brauche ich glaube ich nur nicht unbedingt zeigen. Ich mache das jetzt mal aus, so, dass ihr den Motorsound alleine dann auch noch mal hört. Ja, schön knackig wendig, wie ihr seht, weil das kann man hervorragend einstellen. Das funktioniert also schon mal einwandfrei, würde ich sagen. So, ich stelle ihn einfach mal hier hin und sage, ja, schönes Gerät. Ne? Gut, dann marschieren wir weiter und kommen zu diesem Drescher, genau. Da seht ihr, 1688 steht drauf. Ne? Und hier seht ihr, 1480 steht drauf. Da sind nämlich zwei Stück in dem Set drin. Und ihr seht auch, dass das nicht die gleichen Drescher sind, genau. Wir haben hier dann auch dementsprechend die Schneidwerke dann passend. Nämlich einmal die kleineren, das kleinere Schneidwerk für die kleine Maschine, größere Schneidwerk für die größere Maschine. Die Innenausstattung, da können wir mal gucken. Also so sieht das Ganze hier jetzt aus. Wenn wir uns das von innen angucken, sieht das jetzt so aus. Ich hüpfe hier nochmal rein. Und wenn wir hier von innen gucken, seht ihr, das sieht ungefähr gleich aus von innen. Ne? Deswegen werde ich jetzt hier den Innenbereich auch nur mal von hier machen. Und wir machen erstmal den Lichttest. Der funktioniert natürlich schon mal einwandfrei. Die Rundumleuchten gehen dementsprechend passend dazu. Wir können das Rohr dann ausklappen. Ne? Und mit der letzten Lichtstufe, deswegen habe ich das mich jetzt erst gemacht, seht ihr, geht auch denn da die Lichtvariante an. Das hat nämlich nochmal einen extra Schalter. Also auch das sehr schön gemacht. Ne? Aufklappen, hier, den muss man aufklappen, da drüben ist auf. Das ist der Unterschied noch. Sonst die ganzen anderen Geschichten, Blinker links, rechts, das haben wir hier sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Das funktioniert also auch einwandfrei. So, ich würde sagen, ich mache das Ganze mal an. Bremsleuchten gehen, Rückfahrleuchten gibt es keine. Aber ihr seht hier schon mal, so ist der Motorklang und sowas von, ne? Die Geräten ist sonst gleich. Und ihr habt das Ganze auch nochmal hier in Aktion. Da seht ihr selber, das ist der, ne, 1030 in dem Fall. Da steht ja eine Typenbezeichnung auch dran. Ne? Ne, da steht aber bei allen dementsprechend dran. Die sind aber trotzdem unterschiedlich breit. Ich weiß nicht, ob es eine 1030er Serie ist oder ob die noch hätten andere Typenbezeichnungen haben müssen. Das kann ich so nicht sagen. Also, wie ihr seht, zwei Stufen sozusagen an Maschinerie. Und wir gucken uns das Ganze auch mal hier im Shop an. Gehen einfach auf Schneidwerke. Da seht ihr sie dementsprechend auch. Ne? Die heißen alle 1030. Seit 14, 18 und 20 Fuß. Ne? Also 430, 550 und 6,10 Meter. Die ganz normalen Varianten halt. Ne? Dann Schneidwerkswagen. Kann ich euch nochmal zeigen. Ist nicht dabei. Das war falsch. Wir müssen hier hin. Maisgebiss auch nicht dabei. Deswegen habe ich auch davon nichts gezeigt draußen dann. Also, ne? Das müsst ihr also dann universal nehmen. So, wenn wir uns bei Dreschern selber angucken, dann seht ihr die beiden Variante. Einer kostet 100.000, hat 7.320 Liter. Ne? Würde mit den Kornschämmchen zusammenarbeiten und mit den 1030er Schneidwerken, wie ihr hier seht, ne, hat 210 PS. Wenn wir draufgehen an sich, haben wir hier noch die Möglichkeit, da 1440 oder 1460 draus zu machen oder halt den 1480. Das ist halt der mit den 210 PS. Ne, wenn ihr die kleinen Varianten davon nehmt, müsst ihr natürlich auch das kleinste Schneidwerk nehmen. Wenn ihr so bei 210 PS in der Richtung seid, dann ist auf jeden Fall das mittlere auch machbar. Ne, Reifenvarianten haben wir hier noch, Breitreifen in zwei Stufen. Ihr habt noch ein kurzes oder langes Entladerohr, so sieht man es besser. Ne, und mittel, lang. Das kann man dementsprechend dann auch noch einstellen. Und die zweite Variante ist halt 1620. Ne, wird durchgeschaltet, aber irgendwie passiert da nichts. 190 PS. Ne, also wie gesagt, das, die Typenbezeichnung wandert dann sogar. Da hat man es gesehen. Ne, sind halt die verschiedenen Versionen davon. Und es hat 5110 Liter. Also ist gar nicht mal die größere Kapazität. Ne, und auch nicht nur eine andere Leistungstype. Da ist es auch nach Leistungsstand. Wenn ihr da die größte Variante nehmt, von groß bis klein von der Motorisierung her, dürftet ihr dort auch die passenden Schneidwerke nehmen können. Und auch hier habt ihr die
schneid die Überladerohrlänge dementsprechend einzustellen. Und ihr könnt hier auch die Breitreifengeschichten und sowas einstellen. Farben oder sowas ist bei beiden nicht zu machen. Also im Prinzip, theoretisch gesehen, könnt ihr die Schneidwerke wahrscheinlich alle drei benutzen bei jedem, je nachdem, was für eine PS-Klasse ihr dann dementsprechend wählt. Ne? Der 1480 hörte sich für mich interessanter an durch den größeren Korntank. Ob er den denn wirklich hat oder nicht von der Bauweise her, könnt ihr mir vielleicht dann eher im Kommentarbereich schreiben, weil ich muss es zugestehen, weiß ich so nicht. So, ich würde sagen, wir marschieren eine Runde weiter und dann habe ich glaube ich zum tausendsten Mal, ich würde sagen, gesagt und wir kommen zu einem hervorragenden, schönen, kleinen Traktor, nämlich zu einem Kramer KL200. Sieht so ganz ordentlich aus, muss ich sagen, texturmäßig ist es auch okay, die Teils sind auch ein paar dementsprechend schön gesetzt. Wenn wir uns hier den inneren Bereich angucken, seht ihr, das sieht eher dann so minimal spartanisch aus. Licht ist eine einzige Lichtstufe, dadurch passiert innen auch nicht sonderlich viel. Deswegen können wir uns das von außen auch angucken, seht ihr selber. Links und rechts an den Fendern sitzt das Ganze. Hinten haben wir das Zusatzlicht. Blinker geht links wie auch rechts. Und der ist auch dementsprechend nur hinten. So, wenn wir uns den Traktor dann angucken, den finden wir unter den Kompakttraktoren. Da seht ihr, es 5000 kostet er. 18 PS hat er halt nur. Reifenvariante habt ihr gesehen. Seht ihr gerade Zwillingsbereifung. Ne? Auch in einer breiteren Spur dementsprechend. Und ja, 18 PS bleibt so, 20 km/h. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt auch mal den Vergleichsmotortest mit. Da könnt ihr ja vielleicht nochmal darauf achten, wie das ist jetzt. Verhältnisse gesehen, Stimme zu Motor. Ich werde am Anfang ruhig sein und dann nochmal ein bisschen reinquatschen am Ende. Und dann habt ihr mal einen Vergleich und dann könnt ihr ja mal schreiben, ob das alles so okay ist. So, ich fahre jetzt hier noch ein, zwei Mal hin und her. Da habt ihr jetzt nochmal Bremslichter gehen soweit. Ne? Rückfahrleuchten hat er keine. Sonst also ein schöner kleiner Traktor, kann ich anders sagen. So, stellen wir hier neben, dann machen wir nämlich hier mal ein schönes Schlussbild von. So, ja, und wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr dementsprechend irgendwelche Unterschiede zu den normalen Einstellungen merkt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen wieder hingekriegt, dass es dann auch vernünftig zusammenpasst. So, ja, was soll ich sagen? Mit dem Blick auf diese beiden Geräte, beende ich das Ganze denn für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Und sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis zum nächsten Mal.